Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Infovideo. Ja, es gibt ein paar schlechte Nachrichten und eine gute, die keine Ahnung, ob ihr sie gut findet. Kommen wir erstmal zu der schlechten Nachricht. Ne, erstmal will ich da vorher so was sagen. Ne, komm, erst die schlechte Nachricht. Grandia und Zelda Ocarina of Time Master Quest müssen fürs Erste pausiert werden. Ich habe von Master Quest noch zwei Parts, die werde ich irgendwann hochladen, aber danach werden diese beiden Projekte fürs Erste pausiert, weil mein Gamepad Schrott ist. Ja, wenn ich... Außerdem will ich für Master Quest ein neues Gamepad anschaffen, also eins für mich PlayStation, falls es die überhaupt gibt. Außerdem will ich mit Grandia noch ein wenig, weil das irgendwie so verpixelt vorkommt nach der Aufnahme, mal auch sehen, wie ich das Problem löse. Und jetzt, was ich noch sagen will. Pokémon zum Rad. So scheiße geändert. Und das war sowieso die ganze Zeit scheiße bei diesem Let's Play, wegen den ganzen Speed, den ich benutzt habe. Und wie ihr jetzt schon auf dem Bild nicht gerade schwer zu erkennen habt, hier haben drei Pokémon und da oben steht Herzgold und Soul Silver. Weil ich nur die Game Boy Advance Version so lahmarschig finde, werde ich natürlich in den DS-Teilen kein Speed benutzen und ich habe jetzt einfach beschlossen, weil die anderen beiden Projekte pausiert werden. Mein neues Projekt wird Pokémon Herzgold. Ja, es wird ein Pokémon mal wieder. Nur diesmal ohne Speed. Ich finde dieses Spiel sowieso grandios. Ja. Das war eigentlich alles, was ich sagen wollte. Smaragd hat scheiße geendet. Die anderen beiden Projekte werden fürs Erste pausiert. Es geht dann mit Pokémon Herzgold weiter. Keine Ahnung, ob heute oder morgen. Auf jeden Fall, es wird hochgeladen. Ja. Noch viel Spaß mit meinen Let's Plays. Euer Pascal.